Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Bausimulator. Ich steige in den Kran und nachdem ich hier die ganzen Materialien jetzt noch herangeschafft habe, dann laden wir jetzt erstmal noch die Holz, alles das, was jetzt noch... Ich habe jetzt alles mitgebracht, was ich jetzt noch für diese Baustelle benötige. Ich lade jetzt für diese Aufgabe jetzt nur die Sachen ab, die jetzt halt gebraucht werden, jetzt ab sofort. Als allererstes laden wir jetzt halt diese Holzbalken ab. Das sind dann halt diese Dachbalken, die dann später als Dachbalken fungieren werden. Mit dem großen LKW, da kann man das nämlich jetzt nämlich machen. Muss ich jetzt nicht gleich nochmal losfahren. Jetzt holen wir die lange. Das lange Paket, das ist halt keine Palette, sondern ein Paket. Jetzt wird es schon wieder dunkel. Das hört sich auf wenigstens nach Balken an, wenn man das hochhebt. Und das kollidiert irgendwo gegen irgendwas. Lass mal zurück hier. So, als nächstes brauchen wir Palette Ziegeln. Die wir jetzt erstmal vom LKW runterladen. Sind dann halt diese beiden jetzt hier. Die musste ich natürlich jetzt auch wieder mit. Die habe ich, die ganzen Paletten habe ich jetzt natürlich auf dem Baustoff, beim Baustoffhändler jetzt. Ja, jetzt geht das wieder los. Kann ich jetzt schon wieder nichts. Man wird zwar ganz komisch jetzt hier. Gut, dass es halt glücklicherweise geklappt hat. Was wir nämlich noch machen müssen, ist mit dem Radlader nochmal wieder was angleichen müssen. Nein, nicht runter. Das finde ich jetzt halt ein bisschen blöd. Ja. Nochmal Ziegelsteine. Ich hoffe, dass wir jetzt da ein bisschen besser dran kommen. Den Rest lassen wir erstmal auf dem LKW stehen. Als letztes noch die Dampffolie. Bums. Jetzt brauchen wir noch die Dachziegeln, die brauchen wir jetzt auch noch. Und die Dampffolie. Können wir die Dampffolie auch abladen? Komme ich bestimmt wieder nicht dran. Nach meinem Pech hier wieder. Ja, toll. Ja, super, ey. Habe ich wieder gut hingekriegt. Dass ich jetzt diese... Dass es sich abladen kann. Dann machen wir es erstmal mit den Dachsteinen weiter. Muss ich wieder den LKW umparken. Damit man halt mit diesem Kran noch das abladen kann.
Ah ne, die Dachpfannen kommen nämlich nicht dorthin, sondern nach unten. Wäre jetzt vorteilhafter, wenn man jetzt einen LKW mit Kran gehabt hätte. Mit denen hatten wir ja schon mal auch Kontakt gehabt, mit diesen Dachsteinen. In der Innenstadt, bei dem Altbau, wo das Dach erneuert wurde. Müssen wir jetzt gleich für den Mist gleich nochmal extra den LKW umparken. Oder ich versuche jetzt gleich mal ein bisschen den LKW weiter vorzurücken. Dann müsste das aber funktionieren. So, dann setzen wir uns mal kurz nochmal in unseren Truck. Den Betonkübel zu zermalmen. So. Geht auch mal einfach mal auf den Betonkübel aufsteigen. Jetzt müssten wir die Dampffolie jetzt auch runterbekommen jetzt. Die wir dann dort noch auf der Bodenplatte des Dachgeschosses hinstellen müssen. Jetzt sollte das ja funktionieren. Dann stellen wir die jetzt auf die Setzt das sogar in diesen Bausimulator auch umgesetzt wurde, dass man jetzt hier sogar die Treppen gießen muss. So. Wir müssen jetzt die Wände mauern. Den Kran werden wir jetzt wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr brauchen, sobald das komplette Haus mit Dachstuhl da steht. Ja, doch, für die Dachbalken. Die wir jetzt noch nach oben befördern müssen. Wir benutzen mal die hauseigenen Treppe. Gucken, ob wir da reinkommen. Ja, tatsächlich. Schau, dass man dann später die Häuser nicht begehen kann von innen. Das wäre cool. Wenn man das könnte mal. Hallo? Ich will die Treppe hochlaufen. Wenn wir mal testen, ob die Treppen funktionieren. So, da sind wir jetzt auf dem Dachgeschoss. Hä? Warum ist die Palette immer noch da? Warum steht die Palette immer noch da? Was müssen wir jetzt als nächstes machen? Baumaterialien auspacken. Und schon haben wir einen Dachstuhl drauf. Baumaterial auspacken. Und siehe da, wir haben jetzt sogar Dachfolie drauf. Das ist geil, dass man das umgesetzt hat. Und da kommen halt die Dachflächenfenster rein. Später noch. Gehen wir jetzt nach unten. Das ist ein bisschen doof. Jetzt hat endlich das Haus ein Dach.
Zumindest ist es schon mal ohne Dachsteine schon mal da, das Dach, der Dachstuhl. Nehmen wir jetzt mal hier raus. Aus dem Haus. Dachziegel, Palette, Dachziegeln. Baumaterialien platzieren. Ich dachte, wir müssten jetzt auch noch mit dem Kran die ganzen Dachbalken hoch befördern oder noch irgendwohin platzieren. Das Haus nämlich fertig ist. Warum man es nicht das. Achso, ich weiß warum, weil man ja. Danach können wir endlich den Kran auch abbauen. Dann brauchen wir den nämlich nicht mehr. Eine Palette dorthin. Das hätte man auch noch machen können, dass man im Bausimulator ein eigenes Haus hat. Das wäre nice. Wo man sich auch nachts zurückziehen kann und schlafen zum Beispiel. Das hätte man auch noch umsetzen sollen. Aber da hat man leider Häuser gebaut oder gibt es leider keine betretbaren Häuser. Wenn ich Seile runter. Fördern wir jetzt diese Palette auch noch. Nach oben aufs Dach. Nicht den Dachbalken kaputt machen. Weil die Dachdecker sollen jetzt das mal. Das Dach ist endlich fertig. Das hat jetzt sogar den Kran, müssen wir jetzt abbauen. Den brauchen wir jetzt hier auf der Baustelle nicht mehr. Dann räumen wir jetzt den Kran mal eben weg. So, dann ist der Kran weg. So sieht das Haus aus. Hat auf jeden Fall die, wenn man sich das jetzt mal komplett jetzt mal anguckt, wir gucken uns jetzt mal das Haus an. Oder wir sehen jetzt ja hier das Haus jetzt im Rohbauzustand und jetzt gucken wir das uns noch mal in der Auftragsübersicht an. Auf jeden Fall sehen, dass das Haus es sich um das Haus handelt. Den LKW fahren wir jetzt auch weg. Nein, den lassen wir noch stehen. Wir müssen nämlich jetzt Oberboden abtragen. Aber nicht da, wo jetzt der LKW steht, sondern da hinten. Dann zaubern wir uns jetzt mal den Radlader herbei. Dann holen wir es. Mit was sollen wir das jetzt machen? Ich glaube, im Baggerlader. Jobs. Ja, mit unserem Baggerlader sollen wir das machen. Empfohlenes Gerät. Ist halt der Baggerlader. Tragen wir damit halt mit unserem Baggerlader noch den Oberboden ab.
auslagern und einsteigen. Ja, wir machen jetzt mal per Blitzreise, begeben wir uns jetzt zur Baustelle, damit wir jetzt nicht hier so noch rumgurken müssen. Dann fahren wir da. Kommt mal wieder unser kleiner Baggerlader zum Einsatz. Nur, dass wir hier keine Grube zuschütten müssen. Ich hoffe, es wird jetzt hier kein Jahresvertrag hier raus, wenn wir das jetzt hier einmal hier abgraben. Radlader wird es vielleicht schneller gehen, aber solche Arbeiten hasse ich, mit dem Bagger hier arbeiten zu müssen. Ich mag das einfach, diese Arbeit doch mit Bagger allgemein nicht. Oder müssen wir uns mit dem Baggerlader jetzt hier hinstellen und dann das Loch hier ausheben? Das kann auch sein. Das kann auch möglich sein. Dass wir uns jetzt hier hinstellen müssen und dass wir das Loch auslöffeln müssen. Ausprobieren. Ach komm. Wollen wir jetzt erstmal irgendwie nicht weiß, was man jetzt hier machen muss. Sollte das jetzt wieder so ein Jahresvertrag werden, das wäre natürlich jetzt ziemlich dumm. Das ist wahrscheinlich jetzt damit gemeint worden. Acht Prozent. Die neuen Eigentümer dann halt als Komposthaufen benutzen. Ich dachte, ich muss einfach mit der Schaufel einmal da durchbrettern, aber dass ich hier mit dem Baggerlader jetzt das hier ablöffeln muss, das verstehe ich jetzt auch nicht.
schon mal grüner Bereich hier. Diesen Baggerlader habe ich in Wirklichkeit hier noch nie in Deutschland gesehen. Ich hoffe, dass das jetzt hier so richtig ist, was ich jetzt hier mache. Den Arm nämlich richtig anneigen. Mal ein bisschen vorsetzen. Tut mir leid, dass das Video heute mal ein bisschen länger wird. Oder ich mache einmal kurz einen Stopp und mache dann in dem nächsten Part einfach weiter ohne Ab- und Anmoderation.